Moin, hier ist wieder der Cracky von Ravioli. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Bauvorschlagsvideo. Das ist zeitgleich so ein kleiner Kamera-Setup-Test. Man probiert sich ja ständig neu aus, versucht sich ja weiter zu verbessern und so. Und ich denke, das Bild ist auf jeden Fall eine gute Ecke besser, als es zuvor mit der Kleinen hier war. Was jetzt nicht heißt, dass ich die Kamera durch diese ersetzen werde, aber ein bisschen Fokustesterei hier, kleine Alpha 5000 mit einem manuellen Objektiv. Was aber irgendwie, ja, die Alpha 5000, manchmal kriegt es relativ scharf hin, das Bild, manchmal eher weniger. Soll aber nicht das Thema natürlich sein. Ihr seid hier, weil ihr wissen wollt, was man denn für 750 Euro für einen schönen Gaming-Rechner zaubern kann. Im Preisbereich 750 Euro sind wir natürlich schon irgendwo unterwegs, wo man Abstriche natürlich machen muss, gewisse Dinge hinten anstellt, RGB zum Beispiel, obwohl nicht so ganz, aber ja, man muss halt immer Kompromisse eingehen natürlich, wenn das Budget so klein ist. Ja? Für 750 Euro kannst du ja gerade mal mit viel Glück eine RTX 4070 Ti kaufen und dann hast du nur eine Grafikkarte, da hat noch kein Prozessor die Grafikkarte gefüttert und dann stecken die Komponenten auch noch in keinem Gehäuse oder irgendwie sowas in der Richtung. Von da an, lasst uns einfach mal schauen, was wir hier so gezaubert haben. Wir fangen an mit unserem Gehäuse. Hoppala, Entschuldigung. Das natürlich ein Kompromiss ist, ein billiges Case ist. Billige Cases haben leider immer das Problem, dass sie beim Zusammenbau her maximal fummelig sind und immer ein bisschen kompakt und man eigentlich schon eine gewisse Erfahrung mitbringen muss. Aber das ist jetzt halt so der Punkt natürlich, wir müssen halt sparen, wo es da geht. Und was dann beim Gehäuse wichtig ist, primär ist, sind natürlich hier die RGB-Streifen, was natürlich Blödsinn ist. Nein, es geht einfach darum, dass wir dennoch eine ganz gute Komponentenkühlung hinbekommen. Und das bekommen wir halt hin, weil hier vorne Frischluft einströmen kann. Halt, stopp, Vergangenheitscracky. Da ist dir ein Fehler unterlaufen. Leute, das Gehäuse, vergesst es. Streicht es aus eurem Gedächtnis, auch wenn ich jetzt gleich noch ein bisschen darüber sinniere. Wir müssen ein anderes Case nehmen, weil das Gehäuse ist nämlich vorne zu. War mir nicht aufgefallen. Ich habe nur das Bild gesehen, habe es jetzt im Nachgang beim Kontrollieren des Videos, ist es mir aber, ja, ne, dann aufgefallen. Und ein vorne geschlossenes Gehäuse, wo unten irgendwie Frischluft rein soll und das Netzteil noch nach oben, das sind Dinge, die ich tatsächlich übersehen habe. Von da an, wir bleiben günstig und ich habe ein Gehäuse, das habe ich sogar schon mal verbaut. Da kann man sich das natürlich wunderbar als Hilfe herbeinehmen und das hat uns damals alle sehr positiv überrascht, also sowohl mich als auch die Livestreaming-Zuschauer so überrascht, dass ich es sogar nochmal gesondert vorgestellt habe, ist das Aerocool Prime. Dieses Gehäuse hier, das kommt zum Einsatz. Aerocool Prime, das ist zwar etwas kürzer, das Gehäuse, und ein bisschen breiter, hat aber dadurch einen größeren Lüfter hinten drin. Und wir können vorne dann noch einen wunderschönen 140er Lüfter ergänzen, den ihr dann auch entsprechend in den Wunschlisten finden werdet. Ja, also dieses Gehäuse soll es dann werden. Auch RGB-Streifen vorne. Und hier geht definitiv Luft durch und das funktioniert mit der Kühlung ziemlich gut. Die warme Luft, wo sie sich am meisten staut hier hinten, kann dann auch oben abströmen. Das ist wunderbar. So wollen wir das. Glasscheibe haben wir auch drin. Und das harmoniert dann mit dem restlichen gezeigten Komponenten. Ihr werdet das verlinkt in der Wunschliste nur noch finden. Nicht mehr das Aerocool Streak, was ich jetzt gleich noch ein bisschen umreißen werde, worauf es beim Gehäuse ankommt, wie auch immer. Ja, Fehler passieren. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich hoffe, ihr habt das nicht vorab weggeskippt und wundert euch dann. Aber ansonsten werden wir das in den Kommentaren wohl klären können. Das andere Gehäuse und etwas größere Lüfter für vorne drin, weil es das Gehäuse erlaubt, macht das gesamte System so circa 6-7 Euro teurer. Ja. Ich denke, das ist zu verschmerzen und jetzt, Vergangenheitscracky, übernehmen Sie. Also das Aerocool Streak wäre jetzt hier das Gehäuse, was wir wählen würden. Da ist jetzt ein 80er Lüfter hinten drin. Vorne wäre Platz für 2x120. Wir packen 120er in die Front rein, den Arctic P12. Beste Preis-Leistungs-Lüfter, den man kaufen kann. Für 5 Euro, der noch mit dabei. Als Netzteil auch hier wieder ein gutes Markennetzteil aus dem Hause Seasonic. Eigene Fertigung. Diesmal mit fixem Kabelbaum 650 Watt.
dann kann die Grafikkarte auch ein bisschen hungriger sein. Dazu kommen wir später noch. Und man hat dennoch Ruhe, gut ausgewogen, ist man da sehr effizient unterwegs. Und für 75 Euro ist es ein notwendiges Übel, meiner Meinung nach. Wie gesagt, wir machen jetzt hier nicht schon die brutalen Abstriche, sondern das ist eher noch so der Bereich, wo ich sage, das ist vernünftig, es auszugeben, um auch etwas länger Ruhe zu haben. ASRock B550 Phantom Gaming 4. Das ist die gewählte Hauptplatine. Ein Voll-ATX Mainboard, weil wir auch ein Voll-ATX Gehäuse haben. 4 Speicherbänke, DDR4. Es ist Sockel AM4 Plattform, also die jetzt nicht mehr aktuelle AMD-Plattform. Die Geschichte ist eigentlich auserzählt, aber preis-leistungsmäßig ist AM4, selbst wenn man jetzt neu kauft, weil wenn du jetzt einen Rechner kaufst, dann würdest du den ja auch ein bisschen länger fahren. Also du kaufst ihn ja nicht jetzt, um ihn nächsten Monat aufzurüsten. Also das machen zumindest die wenigsten. Ich meine, natürlich gibt es den Faktor, der jetzt irgendwie eine Basis kauft und nächsten Monat die Grafikkarte nachlegt oder so Scherze. Aber sagen wir so, wenn du jetzt einen Rechner kaufst, dann wirst du den ja, denke ich, doch mal 1, 2, 3, 4, 5 Jahre verwenden. Und dann baut man den halt jetzt auch so, dass man für die Zeit dann auch Ruhe hat. Und nicht zu sagen, naja, damit ich in 3 Jahren ein CPU-Upgrade machen kann, nehme ich XY. Kann man natürlich dieses Wagnis eingehen mit Sockel AM5, aber die AM5-Plattformkosten bei AMD ermöglichen es nicht, ruhigen Gewissens zu sagen, da bist du preis-leistungsmäßig gut unterwegs, weil die Mainboards zu teuer sind, die CPUs im Verhältnis auch noch zu teuer sind. Ja, der RAM ist mittlerweile okay, aber das frisst dann einfach das Budget weg. Und deshalb ist es hier in dem Fall noch Sockel AM4. Mit dem Phantom Gaming B550 Mainboard, welches wenigstens PCI Express Generation 4 kann, das ist wichtig für die Grafikkarte. Und halt auch entsprechend hier 2 NVMe-Steckplätze besitzt. Das I.O.-Panel, also Anschlusspanel, ist sehr spartanisch. 6x USB ist nicht die Welt, aber wir gewinnen natürlich durch das Gehäuse nochmal im Deckel 2 Anschlüsse. Ist das richtig gesehen? Oder in der Seite? Wo haben die sich versteckt? Natürlich, Wasserkühlung in so einem Gehäuse, absolut sinnvoll. Nein, wir haben 3 USB-Ports. Das müssten 2 2.0er sein und ein 3.0er. Steht auch hier immer schön in der Liste. Ich habe es mal nicht vorhin gesehen. Einmal 3.0, zweimal 2.0. Also das heißt, wir hätten noch 3 zusätzliche USB-Anschlüsse im Deckel des Gehäuses, was natürlich dann doch verträglich ist. Hier könnte man dann mit den 2.0ern dran und dann hier mit dem 3.0er. Das passt dann auf jeden Fall. Ja, ansonsten spartanisch ausgestattetes Board, aber für die CPU, die wir hier verwenden, absolut ausreichend. Das ist nämlich der wunderschöne Ryzen 5 5600. Ein 6-Kern-Prozessor, 4,4 GHz Turbotakt, 12 Threads kann er abarbeiten aus der letzten Generation der CPUs auf Sockel AM4. Vermeer heißt der Codename, Zen 3 Architektur. Das ist zwar kein X3D-Chip, das wäre budgetmäßig nicht sinnvoll hier in der Region. Es sei denn, ihr würdet jetzt sagen, hey Cracky, stell doch mal so ein spezielles Anwendungsgebiet als System vor. Dann macht die Vorschläge unten rein. Ich denke jetzt natürlich an eine Simulationskiste oder sowas. Und man bleibt trotzdem in der Preis-Leistungs-Region, weil dann wäre sowas wie der 5800X3D natürlich die erste Wahl. Spezielles Einsatzgebiet, spezielle Stärken der CPU. Aber hier für Preis-Leistung, ihr seht das, die CPU kostet 130 Euro und hat genügend Power. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, man baut den Rechner jetzt, um ihn lange zu benutzen, man hätte von dieser CPU aus auf jeden Fall noch eine gute Upgrade-Möglichkeit mit so einem X3D-Chip später mal. Also man kann nochmal eine ordentliche Schippe an Prozessorleistung nachlegen. Ansonsten ist es ein starkes Teil und lässt sich auch fast durch Handauflegen kühlen. Im Prinzip tut es der Lüfter, der dabei ist, wenn man sparen will. Ich würde aber empfehlen, den kleinen Herrn hier dazu zu nehmen, den Thermalright Assassin King 120 SE. Kompakter Kühler, passt auch wunderbar in das Gehäuse. Exzellente Kühlleistung, selbst auch für größere Chips, falls man 58X3D nachkommen sollte. Das passt und funktioniert. Und für 23 Euro ist es auf jeden Fall ein toller Bonus, um das ganze System noch etwas Lautstärke neutraler zu betreiben und sieht natürlich auch cooler aus und Tower-Kühler im Gehäuse. Empfehlung auf jeden Fall. Gibt es auch als RGB-Variante, sehen wir hier in Schneeweiß mit RGB-Bling-Bling, kostet dann irgendwie
1,30 Euro mehr funktioniert. Als Arbeitsspeicher nehme ich 32 GB, weil bei dem aktuellen Preisgefüge RAM und SSDs sind sehr, sehr günstig. Im Moment ist der Preis absolut im Tal. Wenn ihr schaut, die Preisentwicklung seit 2022, vor einem Jahr haben wir fast das Doppelte bezahlt und jetzt sind wir bei 59 Euro oder 60 Euro, sagen wir mal rund, für ein 32 GB Kit DDR4 3600er Module. 3,6er ist das Optimum, das Optimale für so ein 5000er Ryzen. Außer hier aus dem Hause Team Group in Grau. Ja, passt einigermaßen zum Mainboard, würde ich sagen. Wir haben auch so graue Elemente dabei. Auf jeden Fall ging es hier einfach nur darum, die Preis-Leistung zu haben. Ich habe in die Kompatibilitätsliste für das Mainboard geschaut, was entsprechende RAM-Module angeht, also welche RAM-Module denn unterstützt werden. Und da waren keine 3600er Module auf dieser Liste, die nicht sonderlich gut gepflegt ist, die jetzt aktuell noch käuflich sind. Von daher ist das hier ein Wagnis, diese Module zu benutzen. Garantiert ist es nicht, dass das stabil läuft, aber es macht preis-leistungsmäßig eigentlich wenig Sinn, auf 3200er zu gehen. Ja, also man hat immer noch die Möglichkeit, wenn man das System aufbaut und das scheint überhaupt nicht hinzuhauen, dass man dann da nochmal sagt, hier Händler, du, der RAM, das passt leider nicht, müssen wir bitte tauschen gegen was anderes und dann probiert man es mit etwas anderem. Ich bin aber, wenn ich es jetzt prozentual ausdrücken will, bin ich auf jeden Fall zu 90% guter Dinge, dass das ohne weiteres mit einem aktuellen BIOS auf der Platine funktionieren wird, nach XMP-Profilladen. Als Speicherplatz, hier wie gesagt 32 GB, macht meiner Meinung nach völlig Sinn. Macht keinen Sinn, da 20 Euro zu sparen und die Hälfte an Arbeitsspeicher einzusparen, weil 16 GB werden in naher Zukunft limitierend werden und dann sind die Ladezeiten länger und dann hatte man vielleicht während des Spielens noch einen Nachladeruckler. Das wollen wir doch nicht. Also 32 GB. Als NVMe-Lösung habe ich auch schon verbaut gehabt. Eine günstige Variante, die ADATA Legend 710 mit 2 Terabyte Kapazität. Ist jetzt noch nicht mal eine PCI Express Generation 4. Also hier habe ich ein bisschen gespart, weil ich sage, die theoretischen Benchmark 2000 Megabyte pro Sekunde mehr kann man messen. Spüren weniger. Von da an hier für 73 Euro super Ding. Kann man natürlich auch kleiner wählen, wenn man sagt, mir reichen erstmal 1 Terabyte aus. Also hier könnte man 35 Euro sparen, dann nimmt man halt ein 1 Terabyte Modell. Aber so gesehen, wie gesagt, im Moment SSDs und RAM, einfach im Keller die Preise, macht einfach Sinn. Auch hier sehen wir, im März noch 102 Euro gekostet, sind jetzt auch einfach fast 30 Euro günstiger. Ja, kann man nicht meckern. Grafikkarte ist ein spannendes Thema natürlich, weil die Region bei so einem System natürlich ja nicht so viel zulässt. Es gibt von Nvidia die RTX 3060 mit 12 GB. Es gibt von AMD die neue RX 7600 mit 8 GB. Dann gibt es die RX 66er von AMD, die mit 8 GB daherkommen. Und diese 7.6er und die 6.6er von AMD sind eigentlich auf dem Papier mit die attraktivsten Karten. Aber sie haben das Problem, 8 GB Bildspeicher ist so ein Ding, was immer wieder problematisch werden kann zurzeit. Aber viel schlimmer ist die architekturbedingte Einsparung beim Infinity Cache, der auf den Grafikkarten verbaut ist. Das ist ein kleiner, schneller Zwischenspeicher, der bei den kleinen 6.6ern und 7.6ern meiner persönlichen Meinung nach zu klein ist. Viele Spiele machen den übervoll und dann hast du zwar sehr gute Durchschnitts-FPS, aber deine Minimum-FPS, also die Bilder pro Sekunde, die du auf den Bildschirm geworfen bekommst, die sind sehr instabil und reißen häufig nach unten aus. Man kann das dann in diesen Frame-Graphen sehen. Das heißt, man muss dann grafisch sehr aufwendigen Spielen muss man immer herausfinden, welche Option ist denn jetzt schuld, dass meine Minimum-FPS einbrechen. Ja? Wo kann ich da ein bisschen Dampf rausnehmen, dass es gescheit läuft? Das Problem ist bei der RX 6700 von AMD und bei der RX 68er nicht gegeben, weil der Infinity Cache einfach wesentlich größer ist im Verhältnis und das funktioniert. Aber daher bin ich die 6.6er nicht empfehlenswert. RTX 3060 für 200...
60, 270 Euro ist ganz nett. Wenn man Nvidia machen will, go for it. Keine Frage. Aber man bekommt für das Geld mehr FPS bei Intel. Ist so ein Ding hier, die ARC 750. Intel ARC 750. ARC hat natürlich einen schwierigen Start gehabt ins Business der Grafikkarten, aber es kommen regelmäßig Treiber-Updates. Just heute ist wieder ein Treiber gekommen für Support für die neuesten Games. Die Karten sind in Raytracing stärker als die AMD-Karten. Sie beherrschen AV1-Enkodierung. Wenn du selber mit diesem System streamen wollen würdest, könntest du das in sehr, sehr guter Qualität tun. Zurzeit zwar nur auf YouTube, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis Twitch, Kick und Co. nachziehen mit diesem netten Feature. Man kann damit also auch sehr, sehr gut arbeiten, Videos encodieren und so weiter. Das können diese Karten. Die hat 8 GB Bildspeicher, die ARC 750, hier in der Variante von ASRock, die Challenger. Es gibt auch noch andere ARCs, aber das war jetzt mit die günstigste für knapp unter 250 Euro. Die habe ich auch selber schon verwendet und war sehr positiv überrascht. Mittlerweile laufen auch alte Spiele zum Großteil anstandslos, problemfrei. Es gibt da einen wunderbaren Artikel auf der PC Games Hardware, wo über 60 Spiele quer durch alle Dekaden getestet wurden. Und es gab, glaube ich, bei 2 Titeln irgendwie größere Probleme. Also ich sehe das auf jeden Fall als attraktives Angebot in dieser, ich schaue wirklich nach jedem Cent und habe 750 Euro Budget für mein System Kategorie. Hier sehen wir nochmal alle Komponenten in der Übersicht. Wie gesagt, es gibt grafikkartenmäßig natürlich Alternativen mit RTX 3060, ist auf dem Papier etwas schwächer, würde ich aber auf jeden Fall auch der RX 6600 vorziehen, weil einfach hier nicht das Problem ist mit dem Infinity Cache, der wirklich der RX 66 im Weg steht und die Karte und die 76 die Karten für mich persönlich uninteressant macht. RX 6700 ist wieder was anderes, wieder ein anderes Brot, 67XT, durchaus interessant, dazu kommen wir jetzt. Wenn ihr nämlich sagt, ich habe aber noch ein bisschen Budget über, also 750 ist ja schön und gut, aber Cracky, was würdest du sagen, wenn wir eine Stufe höher gehen? Also ich kriege hier eine zweite Wunschliste nochmal kurz angeteasert, vorgestellt. Und zwar haben wir an dieser Wunschliste 2 Komponenten geändert. Wir sind jetzt bei 880 Euro gerundet. Und wir haben jetzt hier einen 8-Kern-Prozessor drin, anstatt einem 6-Kerner, dem 5700X. Das ist der vernünftige 5800X. Der ist genauso stark wie der 58X in Games. Beim Rendering ist er etwas schwächer, aber das, wenn ihr hier an so einer Wunschliste bzw. Teileliste interessiert seid, ihr wollt zocken, also insofern, das tut ihm keinen Abbruch. Der ist einfach nur, der hat den Vorteil, dass der einfacher zu kühlen ist. Da braucht er auch keinen anderen Kühler als den Thermalright, den ich gezeigt habe. Den müsst ihr dann aber nehmen, weil hier kein Kühler dabei ist bei dieser CPU. 180 Euro, cooles Upgrade. 2 Kerne mehr, bisschen mehr Takt. Cooles Upgrade gegenüber dem 5.6er. Und die Grafikkarte, die ARC, ist der RX 6700 XT gewichen. Hier in der Variante von PowerColor die Fighter für 330 Euro. Das heißt, Grafikkarte 80 Euro teurer. Aber wir haben auch gut mehr Leistung. Also das sind mal easy 25% mehr an FPS, die wir dann nochmal da rausgekitzelt bekommen für 80 Euro mehr. Steht ungefähr im gleichen Verhältnis, aber macht halt Sinn. Und kommt auch mit dem Netzteil wunderbar hin. Die 67XT ist zurzeit preis-leistungsmäßig. Wenn es rein um die FPS geht, ist das schon mit die beste Karte, die man sich kaufen kann fürs Geld. Ne? Also rein Euro-FPS-Verhältnis. Jetzt nicht Features, DLSS und Frame Generation und Raytracing Performance. Da ist natürlich Nvidia stark dabei. Aber in der Preisregion, wo nur so eine RX 6700 XT steckt, ist halt die RTX 4060. Welche in der Theorie sogar langsamer ist als eine 3060 Ti, die für das gleiche Geld verkauft wird. Die 67XT indessen ist aber stärker als die 3060 Ti. Die 4060 kann halt tolles DLSS und tolles Raytracing. Das heißt, Cyberpunk läuft dafür 4060 mit diesen Features aktiviert am besten. Aber kauft man eine Grafikkarte nur für ein Spiel? Ich weiß es nicht. Immer ein bisschen schwierig. Ich bin da eher Fan von der reinen Performance, die auf die Straße gezaubert wird, aber ansonsten soll jeder kaufen das, was er will. In der Videobeschreibung findet ihr beide Warenkörbe, Wunschlisten verlinkt.
Und ihr könnt darauf dann natürlich gerne aufbauen, eure eigenen Wunschlisten kreieren und gerne auch mit uns teilen, Verbesserungsvorschläge und dergleichen. Wenn ihr Erfahrungen mit der einen oder anderen Komponente habt, die ich hier gelistet habe, von wegen Finger weg von dem Gehäuse, ich habe das gekauft, ich habe mir alle Finger aufgeschnitten, jetzt habe ich nur noch 3 Finger, dann schreibt es gerne rein. Ich hoffe natürlich nicht, dass sowas Schlimmes passiert ist, aber das ist immer cool. Die Interaktion mit euch zu haben, das macht halt Spaß, das ist das Schöne an YouTube. Das ist halt das Geile an diesem modernen Fernsehen. Das war der Cracky von Ravioli. Ich bin gerne für Vorschläge offen, wenn du sagst, bau doch mal sowas, bau doch mal dies, bau doch mal das, bau doch mal jenes. Bau doch mal. Tschüss.